Ich hatte überlegt, die Verzauberin gegen den Templer auszutauschen. Ich meine, ich könnte die Verteidigung und das Aggro, das er zieht, wirklich gut gebrauchen, weil es langsam echt brenzlig wird. Aber andererseits würde ich es mir damit vielleicht etwas zu einfach machen. Darf ruhig fordernd sein, das Spiel. Reden. Ich glaube, du hast nichts Neues. Das würde sonst angezeigt werden. Cool hat auch nichts Neues. Hier steht, ich müsste nochmal hinaus. Nachdem ich alles hier verkauft habe. Ihr könntet mal wieder untereinander ein Gespräch führen. Erste Liebe. Hier auch nichts. Alles ruhig. Okay, dann will ich hier nicht weiter Zeit vertrödeln. Walterpfad? Nein, ich muss da hin. Oder? Da steht uralter Pfad. Vielleicht ist das hier besser. Ah, kommt aufs Gleiche hinaus. Zunächst einmal. Hühnchen? Mr. Resident Evil? Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Ich verspüre keine solche Versuchung, Soltun Kull. Seht, wohin euch euer Verlangen gebracht hat. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. So, Mr. Liefelim. Du entschuldigst, dass ich da einfach durchgelaufen bin, während du deinen Vortrag wiederholt hast. Meine Archive liegen unter der Wüste. Okay, das ist neu. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Sagtest du nicht, das ist unter der Erde? Dann fangen wir an zu buddeln. ich habe die Lautstärke für die Soundeffekte nochmal runtergeschraubt. Oh, ich brauche das da. Zum ersten Mal. Wow. Lass mich raus! Was soll ich machen? Was muss ich? Was? Wenn sowas passiert, weiß ich nicht, was ich machen soll. Wenn ich da einfach irgendwo festhänge. In Genshin Impact würde ich einfach nur die Leertaste drücken, glaube ich, oder sowas in der Art. Aber hier muss man da einfach nur stehen bleiben und warten, dass der Effekt aufhört und hoffentlich, dass man da noch lebt. Das ist so lästig. Feuer. Und neues Wissen. Während der Magier-Clan-Kriege beschworen die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umherpatrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Ja, zaubern können sie wohl. Da habe ich wenig Zweifel. Noch nicht bereit. Aber was macht... warum bin ich eingefroren? Ich sollte mich langsam daran gewöhnen, dass ich mich noch sehr oft über die Effekte wundern werde. Über die Fähigkeiten, die die Gegner auf dieser Schwierigkeitsstufe benutzen. Ja.
brauche mehr Zeit. Okay, raus hier, raus hier. Ich sollte meine Hand auf die Q-Taste legen, meine Finger, weil ich das sicher noch brauchen werde. Euer Untergang ist besiegelt. Ja, das geht ganz gut. Schaut mich nicht an! Ich bin schüchtern. Hier ist ja einiges los. Ihr beeindruckt mich immer wieder. Wisst ihr, von wem diese Knochen stammen? Vor Jahrtausenden, sogar vor meiner Zeit, durchstreiften große Tiere dieses Land. Oh. Aber der Tod hat sie hierher gerufen, eins nach dem anderen, bis keine mehr übrig waren. Einer der Filme mit King Kong, einer der neueren, da waren überall diese Skelettreste und er war der letzte Überlebende seiner Art. Und er hat gegen dieses andere Vieh aus der Unterwelt, glaube ich, gekämpft. War das der Film mit Samuel L. Jackson? Kann sein. Du kommst hier weg. Und ich hab hier Todesangst. Ich brauch was Stärkeres. Hier führt ein Weg nach unten. Wahrscheinlich muss ich dahin. Durch diesen Pfad. Oder? Time is the fire in which we burn. Das Level-Design gefällt mir übrigens ganz gut. Diese vertrocknete Erde. Ich muss wieder verstärkt mit der Shift-Taste arbeiten, damit ich nicht herumlaufe. Oh, du wirst mir entkommen. Du wirst mir ganz sicher entkommen. Auf dieser Schwierigkeitsstufe. Ich mache da kaum Schaden. Ich brauche mehr Zeit. Oh. Hat doch nicht so ganz gereicht für ihn. Mein Beileid. Anfangs machte ich wenig Schaden, aber nachdem sich die Skelettüberreste... Oh, schön. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, der Magierarmee beizutreten. Hätte ich nur auf sie gehört. Im Morgengrauen senden sie die Infanterie gegen die Wistgerei aus. Ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen. Vielleicht werden wir es nicht. Es ist hier so schön. Vielleicht würden sie nicht bemerken, dass ich fehle, wenn ich mich in den Bäumen verstecke. Es gab hier mal Bäume? Stand da ausgegrabener Gefangener? Wer hat denn ausgegraben? So. Das ist auch sehr umfangreich, das Level. Hatte ich aber schon länger nicht mehr. Dass ich eine ganze Weile unterwegs bin. Neues Wissen. Später, nach dem Kampf. Nach dem Kampf, nach dem Kampf. Au, au. Mal das hier. Ich finde euch. Auch wenn ihr weiter weg seid. Von den trostlosen Sanden? Trostlose Sande. Hieß etwas in Teil 2 nicht so ähnlich? Wir, die Zakarum, wollten Chaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Wie hießen die Leute, die in Attack on Titan vom alten Kontinent verbannt wurden und dann verwandelt in Titanen? Die wurden auch in so eine Art Wüste ausgesetzt.
So. Immer ärgerlich, wenn ich mich in der Aufnahme nicht an die ganzen Namen erinnern kann. Aber meistens entfallen sie mir tatsächlich. Danach fällt mir alles ein. Weil ich nicht abgelenkt bin. Mit solchen Details wie zum Beispiel Überleben. Oh. War das alles? Ich weiß halt nicht mehr, wie die Rasse hieß, dieses Volk. Nicht Ellaurianer, das war aus Star Trek. Das war Gainans Rasse. Die Empathen oder sowas in der Art. Ich glaube Dr. Zorin oder so ähnlich. War auch einer von... Oh, da hat sich der Mund bewegt. War auch einer von denen, die fast ausgestorben sind wegen der Borg. Ach so, ja, und ich wollte noch sagen, das da unten sieht aus wie Thea. Und das erinnert mich an... In einem Land vor unserer Zeit. Vielleicht ist da unten Scharfzahn. Oder Zera. Spike. Ducky. Petri. Littleford. Schön wäre es, wenn man das in Brand setzen könnte, aber... Ich glaube, dafür bräuchte ich erst einmal... Noch nicht bereit. Eine Feuerattacke. Die habe ich wahrscheinlich nicht dabei. Aber vielleicht kann man das nicht in Brand setzen. Vielleicht ist das kein Öl. Ich glaube, meine Standardattacke mit den Spinnen... Oh, hier ist was. Es blinkt nicht. Das heißt, es ist optional. Und weil dieses Level so extrem umfangreich ist, werde ich das tatsächlich ignorieren. Aber da unten ist vielleicht Wissen. Da könnten Bücher sein. Oder Quests. Auch wenn es optional ist, da unten könnte etwas Wichtiges sein. So, ich kann es nicht ignorieren. Ich wollte es. Aber ich meine, wie? Braucht mehr Zeit. Was ist das? Komm, befreien wir das Land von ihnen. Ich glaube... Das Land wird eher von uns befreit. Ich habe hier wenig Rückzugsmöglichkeiten. Kannst du bitte dort die Stellung halten? Das wäre super. Einmal die zwei. So. Uihihi. Werfspinnen. Sie werden sich schon darum kümmern, irgendwie. Seltenheitswert. Belohnung Bannmuster. Was war das denn? Und wie finde ich das? Die Kette. So wie der Ring. Der eine Ring. Wo finde ich das andere? Ich glaube bei den Erfolgen. Neueste Erfolge. Töte 50 seltene Gegner des folgenden Typen. Welcher Typ? Wahrscheinlich der Typ selten. Belohnung, Bannermuster. Puppenspieler. Historiker von Tristram. Das letzte Gefecht. Gab es alles früher nicht, wahrscheinlich. Auf den Hund gekommen. So. Schön, wenn man um sein Leben fürchten muss. Hilfe!